Ja, wir stehen hier auf dem inneren Platz und man könnte sagen, wir waren schon mal weiter. Dann habe ich mich entschlossen, wir gehen doch nochmal zurück. Denn wir waren hier noch nicht ganz fertig. Und der andere Weg, das sieht nämlich so nach dem, ja, zielgerichteten Weg zur Quest oder zur, ja, zur Hauptstory aus. Und deswegen dachte ich mir, wir schauen hier nochmal ein ganz klein wenig zurück. Herzlich willkommen zurück bei Asterikos Curse of the Stars. Ich bin der Daniel und ihr seid hier bei Alles furchtbar kommentiert. Ja. Wir sind schon eine ganze Weile mit dem Spiel hier zu Werke. Ist gar nicht mal so kurz hier. Genau, und hier wollte ich nämlich nochmal entlang. Da steht nämlich auch nochmal so ein Centurio. Und da hinten ist noch ein Gebäude. Aber ich weiß jetzt nicht, was diese... Die Styx-Brücke. Moment mal. Oh, hier könnte es aber auch dann geschichtlich weitergehen. Die Styx-Brücke ist auch schon mehrfach erwähnt worden. Aliro! Der 39. Archon der Legion, der die Legion mit seiner großen Weisheit und Geduld reformiert hat. Man erinnert sich gern an ihn, weil er korrupte Machenschaften aufgedeckt und sich durch effizientere und gerechtere Institutionen ersetzt hat. So, ist das jetzt der Kollege da vorne? Oh. Any outsiders plot to sabotage the academy or the prison must suffer the consequence. Execute the Stardust penalty. Burn the outsider. Yes, sir. Activating the iris. So viel zu, ich rette die Gefangenen. This is the most fitting way for you to die. Ouch. Ouch. Das ist die Frage. Kann es sein, dass der gar nicht so viel kann eigentlich? Ouch. Ja klar, Laserstrahlen. Sicher. Ouch, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich brauche ja erstmal einen Heilentrank. Ah, sag mal. Okay, Angriffsmuster. Oh, der macht hier die Brücken kaputt. Au, schau. Hauer, hauer, hauer. Hör mal. Kannst du mal aufhören, bitte so eine Sache zu machen, da? Ich sag ja, eigentlich konnte er gar nicht so viel, ne? Centurion is dead. What? Wait. Stop the energy transfer. Shut it down. Oh, what are they doing down there? Don't waste the prisoners. Haben wir sie doch noch gerettet? Seit wann kannst du denn die Verteidigungshülle? Hallo? Möchte ich auch können? Oh, Moment, das war noch nicht alles, ne? Ja. Achso, Moment, wir haben ja irgendwas gehört mit, es gibt hier Kolosse. Der Wächterkoloss. Hallo, Bosskampf. Ist es jetzt einer? Weil da stehen ja mehrere. Wir sind auf uns alleine gestellt. Ja, dankeschön. So, was kann er? Was kann er? Also, ich habe ihn erstmal angehext.
Er ist auf jeden Fall mal nicht der Schnellste. Aber ich habe hier gerade im Hintergrund schon wieder gesehen, irgendein anderer bewegt sich da auch noch. Die Zwillingskolosse. Mhm. Ja, haha, da kommt nämlich der andere auch schon. Ah, holla die Wald. Ja, das ist ja ganz, ganz, ganz großes Kino. Okay, die machen hier noch Strahlen auf dem Boden. Heißt, die muss ich auch noch irgendwie versuchen auszuweichen. Ja, okay. Das geht hier wieder ganz schön auf die Heiltränke. Was hat er davor? Okay, das heißt, er ist, glaube ich, jetzt erstmal... Moment mal, was passiert jetzt hier? What? Muss man unbedingt... Okay, die Strahlen muss man ausweichen, alles klar. Na, ah, hui. Das ist ja gerade Luft war. Wieder der andere dran hier, ne? Wie soll ich denn das ausweichen? Die hauen hier auf jeden Fall richtig Schaden raus. Wie der halt immer zweimal stampft, ja, und dann kommt er noch mit seinem lustigen Zeug da um die Ecke. Oh, Moment mal, was macht der? Achso. Also bei ihm hat er, glaube ich, jetzt keinen Schaden genommen. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt bei ihm so nicht der Fall war. Also gut, da ist jetzt wieder so... Moment, muss ich da vielleicht mit in die Kuppel rein? Ja, ich muss in die Kuppel rein. Alles klar. Da blinzert was. Halt, Heiltrank, Heiltrank. Komm, den kriege ich doch jetzt noch hier. Komm, hallo. Hier noch rein, ja. So, und der braucht
Okay, das war schon. Das war's schon. Schon ist gut. Aber ja. Da haben die nochmal so ihr Ableben auch ausgehaucht hier mit diesem einen. Ja, Bums hier, ne? Doppelbums, sagt mir das heutzutage so schön. Das ist dann wohl die Iris und da ist dann wohl der Schmied. Also mit ein bisschen Glück leben die Gefangenen noch. This is the Iris. I should meet up with Otto next. He should be waiting for me along the way to Styx. There shouldn't be an issue if I give Minerva the Iris later. Na, die wird wieder erfreut sein. Was? Denk gar nicht, dass du daran mir Befehle zu erteilen. Ich... Mir ist egal, wer ihr seid. Ihr müsst es mir nicht sagen. Darf ich fragen, wer ihr... Mich hat noch nie jemand bei meinem Namen genannt. Ich habe ihn schon lange vergessen. Wenn ihr darauf besteht, könnt ihr mich Bart nennen. So hieß jemand, an den ich mich noch ein wenig erinnern kann. Eigentlich wollte ich nach der Iris fragen. Da gibt es nichts zu fragen. Sie haben sich so viele Vorwände für die Verlegung der Gefangenen einfallen lassen. Aber am Ende hat es nichts gebracht. Das Ding war höchstens hübsch anzusehen. Mehr nicht. Warum mussten sie Gefangene verlegen? Ha, fragt euch einfach, warum ihr hier seid. Als ihr von verschwunden gesprochen habt, meintet ihr da... Verschwenden. Nicht verschwunden, verschwenden natürlich. Also die Iris haben wir jetzt so. Da ist der Styx-Pass. Okay, dann geht es jetzt aber hier normal wieder weiter. Jetzt würde ich aber nochmal schauen, ob ich im Gefängnis die Kollegen frei bekomme. Anriut, Zenturion und Adjutant der 35. Archon der Legion, Perikles. Sein Mut und seine Hingabe werden zum Vorbild aller Kolosse. Gibt noch mehr von diesen? Da gibt es tatsächlich noch mehr. Nausithous, der 51. Archon der Legion und ein Aristoi mit ulemischem und aphesischem Blut. Dank seines großen körperlichen Geschicks und seines ausgezeichneten diplomatischen Fähigkeiten überredet er Ulen allein mittels Diplomatie dazu, einer von Aevis Vasallen zu werden. Es wurde nicht ein Tropfen Blut vergossen. Da hat es das Ganze zerrissen. Den links hatten wir schon, rechts glaube ich noch nicht, ne? Der blinkt nämlich noch. Perikles, der 35. Archon der Legion und der erste Archon, der nach dem Bürgerkrieg politische Macht hatte. Er baute die Phalan-Akademie aus und verbrachte viele Jahre damit, die Kolosse zu entwerfen und zu bewerben. Außerdem entwickelte er sichere Verfahren zur Züchtung von Löwen. Sein Familienmotto lautete Ivigarum. Das war so auffällig, dass es hier eine Arena ist mit diesen ganzen Schildpalisaden. Kriege ich diese große Tür da hinten vielleicht auch auf? Hat ja schon andersorts eigentlich funktioniert, aber hier, nee. Hier möchte das nicht. Was hatten die hier für Feinde, dass sie diese Kolosse gebraucht haben? Einen Bürgerkrieg macht man damit doch nicht, oder? Oh, Moment, der lebt auch wieder. Die leben alle wieder. Das waren doch die die Treppen hochgerannt kommen sind, Stück für Stück. Bin mir fast sicher. Moment. Ach doch, Moment, da ist der Schmied. Ein Level Up. Kriegst du zum Schlüssel verwendet. So, wen haben wir denn da jetzt alles frei? Oh, die sind alle Sternstaub geworden. Ne? Zimmerschlüssel des Schmieds. Den werden wir auch noch irgendwo brauchen. Sind jetzt alle Sternstaub geworden? Also gut. Das, oh Gott, das ist ja so eine Art elektrischer Stuhl, was die hier haben. Eingeritzte Nachricht. Ich bin unschuldig. Bei Isrus. Wenn ich herauskomme, bringe ich sie alle um. Jeden einzelnen von ihnen. Ja, aber dann wärst du nicht mehr unschuldig. Gebet von Isrus.
Ah, das könnte wieder ein Lied sein für die Marisa. Wappen eines Priesters. Ein dreieckiges Wappen liegt auf dem Boden. Die Gestaltung deutet darauf hin, dass es sich um einen religiösen Gegenstand handelt. Auf der Rückseite des Wappens steht, möge die Götter der Sterne euch schützen. Vielleicht gehört es einem Priester. Das Emblem der Streitachse ist allerdings ebenfalls darauf. Vielleicht kam es ein Besitzer von den Schwarzen Straßen? Ja krass, wie die alle zu Staub zerfallen sind. So, hier, was ist denn mit dem... Was geht hier vor sich? Die Person aus dieser Zelle ist verschwunden. Die Iris wurde soeben mehrfach abgefeuert. Habt ihr das nicht gehört? Und was hat das damit zu tun? Habt ihr noch nie von den Sternstaubstrafe gehört? Dabei machen sich Lebende zu Sternstaub. Und alles nur, damit sie diese strahlende Iris benutzen können, um die barbarischen Eindringlinge zu beseitigen. Der Anblick, wie Körper Zentimeter für Zentimeter aufgelöst werden, ganz zu schweigen von den markgeschütterten Schreien. Oh, es gibt keine aufregende Strafe als diese. Aber der Schmied war doch nur etwas faul. Ha, das mag er behaupten, aber in Wahrheit steckte er womöglich mit fremden Angreifern unter einer Decke. Wenigstens war er durch seinen Tod noch nützlich. Bei den Winden. Warum passiert so etwas? Und dennoch... Also... Ich würde jetzt die Talentpunkte erstmal sparen, denn... Ich möchte hier auf diese Halbmondklinge hier runterkommen. Nehmen wir hier Angriff. Na komm, nehmen wir auch mal wieder ein bisschen Magie mit. Und schauen hier mal unten. Oh, hahaha, halt! Kann das sein, dass es wieder so eine Abkürzung Richtung Zuflucht ist? Sieht mir nämlich so ein bisschen aus, als wenn das hier gleich wieder zur Kanalisation führt. Und Ratten haben wir hier nämlich auch schon. Das ist wieder ein, hier, Dinges, ne? Freie Attributspunkt. Nicht Talentpunkt, Attributspunkt. Wo komme ich hier raus? Was ist jetzt? Ach, Moment, da hinten ist noch was. Aber da komme ich ja gar nicht mehr zurück dann. Da komme ich hier gar nicht mehr zurück. Hier rüber hüpft, dann ist das... Mann, oh Mann, oh Mann. Spiel, du stellst mich vor so vielen Entscheidungen. Na komm, auf. Sixpass. Nein, hier wollte ich noch gar nicht hin. Kann ich hier wieder zurück? Wollte doch noch gar nicht mit Otto hier den Sixpass betreten. Finally, you're here. Sorry I kept you waiting. It's lucky we split up. I ran into some giant statue thing, but I managed to defeat it. How about you? Smooth sailing, I'm sure? Mm-hmm. I just took down two giant statues. Huh? No kidding. You're amazing. But I'm sure I could take you, if I wasn't injured. It's still too early to celebrate, though. The end of this path is Styx. I've checked. There are no traces of our brothers along this way. Then we need to get inside. Yeah. Nach der Situation in Styx fragen. Wie sieht es in Styx aus? Vermutlich düster und entsetzlich? Eigentlich wollten wir nur zur dortigen Stellarsphäre gehen, um ein paar Apparate einzurichten und einige Materialien zu finden. Aber dort waren Unmengen furchterregender Kreaturen. Ha, wie furchterregend sollen sie schon sein? Waren da Riesen mit mehreren Köpfen? Basilisken? Nein, diese Kreaturen waren früher Menschen. Ich vermute, dass sie ehemalige Gefangene sind. Sie wurden gewissen Experimenten unterzogen und von einem Schicksal ereilt, das schlimmer ist als der Tod. Sie sind dazu verdammt, dort auf ewig eingesperrt zu sein. Hm. Grauenvoll, oder? Niemand sollte solche Qualen erleiden müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages von Magie angewidert sein würde. Ich bin mir unsicher, wie viel Minerva über Styx weiß. Minerva, jetzt erinnere ich mich. Ich hatte mich schon gewundert, warum mir der Name so bekannt vorkommt. Eumenides hat sich mal beim Kommandanten beschwert, dass Minerva seinen Plan behindert.
Damals dachte ich, das sei nicht weiter wichtig. Ich hätte nicht erwartet, dass du mit ihr zusammenarbeitest. Was hat Eumenides über sie gesagt? Nicht viel, aber er klang genervt. Es schien ihn zu frustrieren, dass sie ihm in die Quere kommt. Minervas Ziel ist es, Aphis zu retten. Warum sollte ihn das frustrieren? Ach ja, ich habe da etwas ganz anderes gehört. Vergiss es, man kann ihm kein Wort glauben. Aber du solltest ihm zu deinem eigenen Wohl nicht erzählen, dass du für Minerva arbeitest. Dafür ist es zu spät, er weiß schon Bescheid. Oh, dann leider wird er dich nicht bei sich willkommen heißen, selbst wenn ich für dich bürge. Ich habe ihm auch nicht die Treue geschworen. Mir ist egal, ob er mich mag oder nicht. Auch wieder wahr. Ich mag ihn auch überhaupt nicht. Hilda, hat Minerva dich gebeten, asphesischen Sternit zu benutzen? Sie hat mir gezeigt, wie man Stellarsphären benutzt. Und sie gibt mir als Belohnung Echosteine. Ich muss schon sagen, Sternit ist wirklich nützlich. Ich kann ja verstehen, dass die Leute ihn praktisch finden, aber ich halte das alles für keine gute Idee. Du solltest nun jetzt dann weniger aphesischen Sternit benutzen. Warum? Ich habe einfach das Gefühl, dass irgendwas damit nicht stimmt. Und was genau? Vergiss nicht, dass in unseren Waffen auch Sternit eingelassen ist. Aber der Reinheitsgrad ist viel geringer und wir haben ihn unter Kontrolle. Aphesische Magie ist eine ganz andere Geschichte. Sie ist viel zu mächtig und schwer zu beherrschen. Weißt du noch, was der Ausbilder gesagt hat? Nimm dich in Acht vor Dingen, die du nicht verstehst. Ja, aber er sagte auch, dass Neugier der Schlüssel zur Verbesserung deiner magischen Fertigkeiten ist. Stimmt, wie auch immer. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du erst in Styx warst. Was genau hat Eumenides vor? Kannst du mir irgendwas über seine Pläne sagen? Der Kommandant glaubt, dass er den Fluch der Stadt brechen will. Er will den Fluch brechen, aber dann... Er schickt uns immer wieder los, um unterschiedliche Materialien zu beschaffen und seltsame Apparate in verschiedenen Gegenden aufzustellen. Wenn wir Fragen stellen oder zögerten, fuhr er immer aus der Haut und schrie Dinge wie, ich versuche hier die Zukunft zu retten. Das klingt wirklich nach ihm. Hat er euch hier bedroht? Er hat uns nie ausdrücklich daran gehindert, vorzugehen, aber er kontrolliert uns damit, dass er den König vom Fluch befreien will. Schließlich wollte uns niemand sonst helfen. Hattet ihr denn wirklich keine andere Wahl? Nein. Allerdings vermute ich, dass er allmählich den Verstand verliert. Wir sind zwar vor dem Fluch geschützt, aber niemand weiß, ob uns der Sternit in andere Weise beeinflusst. Minerva, die Apheserin, die mit mir zusammenarbeitet, würde mir nie etwas antun. Ich vertraue auf dein Urteilsvermögen, aber pass bitte trotzdem auf dich auf, ja? Das werde ich. Find anything special in Fallon Academy? Maybe. I found this while I was searching for our comrades. It doesn't look like army property. This emblem. How could it be? And there's an animal's bite mark on it. Mind if I keep this? It's weird, right? And yeah, you can have it. It's not as if I have any use for it. Kann ich hier gar nicht abbrechen? Ich muss hier sagen, auf nach Styx. Let's go to Styx. Our brothers are waiting for us. All right. So, can you tell me more about what happened? I'm still curious. It's a long story. Ich wollte noch gar nicht nach Styx. People often overlook the price one pays for choices made. However, with choices comes sacrifice, which is why power is all the more important. Those who fail are consumed by regret. But those who persist will grow with every trial. Find myself back here. Hilda, we're doing the right thing, aren't we? Of course. Making the right call based on your own judgment is an ability we all need to have. I've said it before. Be more confident in yourself. I know. Hey, don't worry. We can do it. I'm fine. I'm just so angry. If it weren't for that thing,
None of this would have happened. Wait, look. The gates are closed. Something must have happened. I'll check it out. Er hat's ziemlich eilig. Das ist das eingraviert links. Closed. There's no other way in. Looks like we need some time to figure this out. Then I'll meet you back here later. I've got to go take care of some other things for the adherents first. Is that Ephesian really worth your continued cooperation? I promised her, and you should never go back on your word. All right. May the wind watch over you. Just don't put too much faith in that woman, all right? Yeah, I got it. I'll be back soon. You sound like you didn't take anything I said seriously. Oh well. With a little more time, I'll definitely find a way. Nee, wir möchten noch nicht zur Zuflucht zurück. Wir bleiben erstmal, denn ich habe noch ein paar Sachen zu erkunden. Hier ist eine Inschrift, wir werden zu alten Ruhm finden. So abgenutzt, wie sie aussieht, muss sie schon recht alt sein. Welchen Ruhm könnte man bloß in Styx finden? Also, sieht so aus, als wenn hier nur Öffnungszeiten von, Montag bis Freitag 10 bis 11 Uhr ist und wir da quasi nicht reinkommen. Huch, das ist auch noch eine große Statue. Wie heißt er noch gleich? Der Kollege, der auf eine ewige Strafe verdammt wurde, immer wieder den Stein auf den Berg zu schleppen? Ah, ich weiß noch, dass der in Hades auch eine Rolle gespielt hat. Sisyphus, oder? Sisyphus? Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die Statuen schauen genauso aus wie das, was er da immer so gemacht hat. Also, ich habe hier noch was zum Looten und ich hoffe, wir kommen tatsächlich nochmal wieder zurück. Einmal noch einen Speicherpunkt. Ja. Bald. Hör ich da schon wieder so ein Häschen? Natürlich höre ich da schon wieder so ein Häschen. Habe ich schon zwei davon? Könnte ich mal benutzen hier. Oh, Moment, ich habe sogar fünf davon. Hoppala. Die haben sich mittlerweile schon ein bisschen angesammelt. Und ich glaube... Achso, nee, das war es nicht. Da, genau, einen zusätzlichen Talentpunkt. So, heißt, wir müssen zwei Talentpunkte haben. Genau, da brauchen wir noch zwei weitere und können hier nochmal fünf Punkte vergeben. 1, 2, 3. 1, 1. So. Schon sind wir wieder etwas mächtiger. Aufzeichnung an der Patrouille in der Falan-Akademie. 18. Tag, 9. Monat, Jahr 1325. Zeitalter des Wissens. Arkon Marbles Befehl, den Koloss-Bauhof zu schließen, wurde Folge geleistet. Auf... Auslassung überflüssiger Doppelungen der Patrouille. Vierter Tag, 7. Monat, Jahr 1327, Zeitalter des Wissens. Arkon Marble hat in der ganzen Stadt das Kriegsrecht ausrufen lassen. Styx-Patrouillen wurden auf eine Patrouille pro Tag mit zwei Mann pro Patrouille reduziert. Auslassung überflüssiger Doppelungen der Patrouille. 10. Tag, 1. Monat, Jahr 1328, Zeitalter des Wissens. In Styx ist ein großer Aufstand ausgebrochen. Arkon Marble marschierte mit der Armee los, um im Aufstand niederzuschlagen. 15. Tag, 1. Monat, Jahr 1328, Zeitalter des Wissens. Ab dem heutigen Tage wird innerhalb von Styx nicht mehr patrouilliert. Patrouillen beschränken sich auf den Bereich vor dem Eingang des Gefängnisses. Doppelungen. 9. Tag, 3. Monat, Jahr 1455, Zeitalter des Wissens. 6 Soldaten wurden als vermisst gemeldet. Wir verfolgten die Spur bis zu den Toren von Styx und mussten die Suche dort abbrechen. 10. Tag, 12. Monat, Jahr 1633, Zeitalter des Wissens. Außer von Styx wurden mehrere Kreaturen unbekannten abgesichtet, alle bereits tot. Das sind ziemlich lange Abstände hier, ne? 22. Tag, 10. Monat, Jahr 1794, Zeitalter des Wissens. Arkon Marble hat die Anzahl der Styx-Patrouillen auf eine Patrouille alle 5 Tage und die Anzahl der Personen pro Patrouille auf eine reduziert. 18. Tag, 1. Monat, Jahr 2088, Zeitalter des Wissens. Habe der Aufforderung von Arkon Marble Folge geleistet und ein 10-köpfiger Trupp entsandt, um sich ein Bild von der Lage
in Stücks zu machen. Kein einziger hat überlebt. Zweiter Tag, 7. Monat, Jahr 2327, Zeitalter des Wissens. Fremde Krieger sind in der Phalan-Akademie eingebrochen und haben sich auf den Weg nach Styx gemacht. Sie haben viele gefangene Kreaturen herausgelockt, die alle getötet wurden. Es wird keine neuen Meldungen mehr geben. Ja, also, Styx, das wird demnächst unsere nächste Station sein. Aber bevor wir da hinkommen, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Einmal in der Phalan-Akademie nochmal ein bisschen Meet and Greet machen, noch ein bisschen absuchen. Und auch wir müssen nochmal zurück zur Minerva. Das wird die Aufgabe für die nächste Folge oder die nächste Folgen sein. Vielleicht seid ihr wieder mit dabei. Würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen. Und dann, ja, wie immer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Tschüss.